Hallo, hier erfahren Sie Ihre Lösung, um den mit Ihrer Chemotherapie verbundenen gefährlichen Nebenwirkungen zu entgehen. Ich bin Dr. Werner Ulrich und als klinischer Strahlenphysiker informiere ich Menschen darüber, wie es ihnen möglich ist, Leben ohne Krankheit. Dazu gehören auch die Informationen über geeignete Möglichkeiten zur Bewältigung der ungewollten Nebenwirkungen bei Chemotherapie nach Brustkrebs. Es ist eigentlich eine wunderbare Sache und eine wunderbare Vorstellung, Krebszellen durch Chemo abzutöten. Das gelingt auch weitestgehend. Doch was gehört auch dazu? Folgende Begebenheit ist leider viel zu häufig. Ich berichte Ihnen. Frau Dr. Tripnik ist eine behandelnde Ärztin für Frauen mit Brustkrebs. Sie erhält an einem wunderschönen Sonntagmorgen einen dringenden Anruf einer Patientin mit dem Namen N. Frau N ist ihre Patientin und hatte einen Brustkrebs diagnostiziert bekommen und daraufhin wurde auch schnell im nahegelegenen Krankenhaus eine Operation vorgenommen und anschließend die Chemotherapie begonnen. Das lief alles recht gut und Frau N als Patientin konnte auch schnell nach der ersten Chemotherapie wieder nach Hause kommen. Das ging auch während dieser Zeit, also es ging auch ihr während dieser Zeit gut und bis dann am dritten Tag, nämlich an diesem wunderschönen Sonntag, die Beschwerden plötzlich einsetzten und so unangenehm waren, dass Frau N nicht mehr bis zum morgigen Montag warten konnte, um ihre Ärztin zu konsultieren. Frau Dr. Triebnick als erfahrene Ärztin konnte gleich der Patientin einen guten Rat geben, der ja auch hilfreich war. Ehe sie erfahren, was die Ärztin ihrer Patientin empfahl, möchte ich Ihnen noch zwei Dinge sagen. Erstens einmal, das, was die Ärztin der Patientin sagte, half ihr ausgezeichnet und verbesserte ursächlich deren Lebensqualität sehr, sehr gut, obwohl sie einen schlechten Ausgangszustand bis dahin hatte. Zweitens, die von Frau Dr. Tripnik angewandte Methode ist mit hoher Wahrscheinlichkeit auch für Sie hilfreich, wenn Sie zu Patientinnen gehören, die eine Chemotherapie absolviert haben oder diese absolvieren werden. Ehe wir auf die Hintergründe eingehen können und ich Ihnen angebe, wie auch Sie Ihre gesunden Zellen vor Schäden durch Chemogifte schützen können, sollten Sie unbedingt meine nachfolgenden Informationen richtig einstufen können. Ich bin klinischer Strahlenphysiker und nicht Arzt oder Heilpraktiker. Deshalb kann ich Ihnen keinen ärztlichen Rat geben. Meine nachfolgenden Angaben und Empfehlungen ergeben sich auch aus meiner als klinischer Strahlenphysiker langjährigen in medizinischen und akademischen Kliniken gewonnenen Erkenntnissen und angeeigneten Fähigkeiten. Seit mehr als 35 Jahren bin ich in enger Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern und Ärzten dafür tätig, dass Methoden für die Gesundheit von Menschen dazu eingesetzt werden, dass Erkrankungen besiegt oder vermieden werden. Da es sich um Methoden handelt, die keine Nebenwirkungen haben, bin ich noch mehr motiviert, möglichst viele Menschen zu deren Wohl zu erreichen. Weiterhin bin ich zu dieser Thematik Geschäftsführer des Unternehmens Dr. Ulrich Medizintechnik. Ich bin Dozent, Buchautor, Patentinhaber, Geräteentwickler von Medizinprodukten und Herausgeber des bekannten medizinischen Informationsdienstes Agilsmart. Um medizinischen Rat wegen Ihrer Erkrankung wenden Sie sich dann bitte an Ärzte oder Heilpraktiker. Meine Angaben sind lediglich hilfreiche Informationen dazu, wie Sie Ihre Lebensqualität verbessern können. Entscheiden Sie selbst nach der Kenntnisnahme meiner Informationen, wie Sie sich verhalten wollen. Gehen wir also den Hintergründen der zu Beginn meiner Ausführungen beschriebenen typischen Begebenheit zwischen einer Patientin mit Chemotherapie und ihrer behandelnden Ärztin auf den Grund. Ich kenne als klinischer Strahlenphysiker aus eigener Erfahrung die Hilferufe der betroffenen Patientinnen zu gut und verstehe deren vermeintliche Ausweglosigkeit. Was passiert bei einer Chemo?
Wenn Sie das wissen, ist auch der Ausweg schnell gefunden. Ich werde es Ihnen zu erklären versuchen. Die Beschwerden beginnen meistens am dritten oder vierten Tag nach der Chemotherapie. Auch können diese Beschwerden bis zur nächsten Therapie anhalten. Welches Martyrium für die Betroffenen. Dabei sollte die Chemo helfen. Jetzt haben die Patientinnen nach der Chemotherapie Gewichtsverlust, fühlen sich schlapp, ausgelaugt und sind auch oft sehr niedergeschlagen. Aber es nützt nichts, die Chemotherapie in Bausch und Bogen zu verteufeln. Ohne sie gäbe es die Erfolge bei Kindern mit Leukämien nicht. Ebenso wäre der Kampf gegen Lymphknotenkrebs nicht erfolgreich. Es macht auch wenig Sinn, über die Position der prinzipiellen Gegner der Chemotherapie zu diskutieren. Sie, meine Damen, gehören zu denjenigen, die sich gemeinsam mit einem Onkologen dafür entschieden haben. Richtig ist, zusätzlich zur Chemotherapie geeignete Mittel gegen die Nebenwirkungen und Folgeerscheinungen zu ergreifen. Das heißt, jeweils unmittelbar nach den einzelnen Behandlungen, in deren Pausen etwas zu tun, was die Lebensqualität verbessert. So wie es Frau Dr. Tripnik ihrer Patientin Frau N. auch ärztlich geraten hat. Chemotherapeutika sind Zellgifte, die nicht nur ihrer Aufgabe gemäß die Tumorzellen vernichten, sondern leider auch gesunde Zellen schädigen. So geschehen diese Schädigungen insbesondere an den Zellen des Knochenmarks und an Mundschleimhaut- und Darmschleimhautzellen. Hauptsächlich dort verrichtet das Zellgift leider großen Schaden, der die Lebensqualität der Betroffenen stark beeinträchtigt. Weil jedoch hauptsächlich Tumorzellen geschädigt werden, war man mit der Entdeckung der Chemotherapie sehr froh über die Möglichkeit, ohne eine Operation den Tumor entfernen zu können. Also müssen wir jetzt sehen, wie die unerträglichen Nebenwirkungen infolge der Schädigung des gesunden Gewebes beseitigt oder zumindest eingedämmt werden. Die Chemotherapeutika haben nach rund 75 Stunden ihre Schuldigkeit getan und zerfallen dann in einzelne giftige chemische Substanzen. Diese Substanzen führen zu den bekannten Leiden wie Übelkeit, Brechreiz, Schmerzen oder Geschmacksstörung. Weil Patienten mit Brustkrebs auch einen eingeschränkten gesundheitlichen Allgemeinzustand haben, können diese Nebenwirkungen als Ergebnisse der Chemotherapie sehr belastend für die Patientinnen sein. Die Bandbreite der schrecklichen Nebenwirkungen ist dabei leider sehr groß. Sie können ein unerträgliches Maß erreichen und leider kommt das sehr häufig vor. Oft wird infolgedessen sogar ein Abbruch der Therapie erforderlich. Selbstverständlich ist ein solcher Zustand weder von den Patientinnen noch von den behandelnden Ärzten gewollt. Die Anwendung der Chemotherapie ist eine kunstvolle Gratwanderung zwischen dem erwarteten Teilerfolg der chemischen Keule und der leider oft damit einhergehenden Zerstörung des Immunsystems mit nachfolgender Metastasierung. Umso wichtiger ist es, über die schon bestehenden Möglichkeiten der Abwendung der Nebenwirkung und somit der Verbesserung der Lebensqualität für die Patientinnen mit Chemotherapie zu informieren. Nun möchte ich Ihnen gern endlich mitteilen, worum es geht und was Frau Dr. Tripnik ihrer Patientin empfohlen hat und was dann die Folge dieser Patientin so gut geholfen hat. Es geht um die natürliche Substanz Zeolit. Genauer gesagt meine ich das zu Pulver zermahlene vulkanische Gestein Naturzeolit in hervorragender Qualität. Natürlich fungiert Zeolit wie ein Schwamm, der beginnend von der Mundschleimhaut bis zum After im Körper alle Schadstoffe aufsaugt und entsorgt. Er fegt unsere Eingeweide faktisch sauber, ohne dabei in die Körperzellen einzudringen. Mit dieser Funktion wird auch das Immunsystem verbessert. Zeolit hilft der Leber und der Niere bei der Entsorgung von Giften. Der Zeolit reinigt den Darm. Er bereitet so den Boden für eine normale Darmflora vor. Ich meine damit, dass nach der Chemotherapie mittels Zeolit diese notwendige normale Darmflora im Körper der Patientin nach Chemotherapie wieder aufgebaut wird.
Das aktive Lavagestein Naturzeolith entsorgt auch hochgiftige freie Radikale, die bei der Chemotherapie entstanden sind. Der Zeolith, also das Lavagestein, kann zugleich auch die durch Chemotherapie entstandenen Übersäuerungen des Körpers zurückdrängen. Mir sind sehr überzeugende Forschungsergebnisse von Professor Pavlovic aus Kroatien und von Professor Hecht aus Deutschland bekannt. Ich selbst hatte auch schon vor über 20 Jahren Gelegenheit zur mittelbaren Beteiligung an der Heilung von Patientinnen mit Zeolith. Deren Zustand war so schlecht, dass andere Ärzte sie bereits aufgegeben hatten. Nur ein Arzt, mit dem ich zusammenarbeiten durfte, hat nicht aufgegeben und die Behandlung mit Zeolith versucht. Durch die Gabe von Naturzeolith konnte den sterbenskranken Patientinnen allen geholfen werden. Somit wissen wir schon lange, welche großen Vorteile die Einnahme von Zeolith für Patientinnen nach Chemotherapie haben können. Ich empfehle jeder der Betroffenen, also auch Ihnen, keinesfalls auf die Einnahme von Naturzeolith zu verzichten. Die Vielzahl von Frauen in ähnlichem Zustand und unter ähnlichen Verhältnissen wie Sie, meine Damen, die Sie so aufmerksam meinen Ausführungen folgen und Möglichkeiten für die Verbesserung ihrer Lebensqualität suchen, ist der Beweis für die segensreiche Hilfe durch die Einnahme von Naturzeolith. Allein die Entgiftungsfunktion ist schon hilfreich genug. Was wissen wir aus der klinischen Arbeit? Nach der Auswertung von 2000 dokumentierten Patientenfällen aus 10 Jahren ihrer klinischen Praxis gibt Frau Dr. Triebnick in ihrem Buch Der Stein des Lebens folgende positiven Wirkungen und möglichen Anwendungsbereiche des Zeolith in der Medizin an. Ich zitiere aus ihrem Buch. Das Lavagestein stärkt das Immunsystem aufgrund der Stimulation des Wachstums von Makrophagen, also von Fresszellen. Positiver Einfluss auf die Leberfunktion, sprich auf die Entgiftung des Körpers aufgrund seiner Ionenaustauschfähigkeit. Gute Effekte auf die Blutfettwerte. Der positive Einfluss auf die durch Chemotherapeutika bedingte Nervenerkrankung der Polyneuropathie, für die es bisher keine wirksame Therapie gab. Die Zufuhr von lebenswichtigen Mineralien aufgrund seiner Ionenaustauschfähigkeit. Die äußerst starke Antioxidantienwirkung. Die große Hydrophilie, also die Fähigkeit, Flüssigkeiten aufzusaugen, um dadurch Schwellungen und Schmerzen zu lindern. Die Fähigkeit zur schnellen Blutungsstillung. Die Neutralisierung von üblen Gerüchen und Gasen. Die Fähigkeit, Wunden schneller heilen zu lassen. Die Beeinflussung von guter Knorpel- und Knochenbildung. Merken Sie sich aus dieser relativ langen Auflistung allein nur die große Bedeutung der Entgiftung des Naturzeoliths. Das dürfte schon reichen. 1 Gramm des Pulvers hat eine Oberfläche von 1000 Quadratmetern, also genug, um all die Gifte zu binden und danach aus dem Körper auszuleiten. Wie hat die praktische Anwendung und Dosierung bei Chemotherapie zu erfolgen? Generell erfolgt eine tägliche Einnahme mit Naturzeolith immer in den Pausen zwischen den Chemo- bzw. strahlentherapeutischen Behandlungen. Ist doch längst belegt, dass der Zeolith die Wirkung der krebstherapeutischen Medikamente in keiner Weise beeinträchtigt. Um das Allgemeinbefinden der Chemotherapie-Patientinnen zu verbessern, erfolgt in den Pausen der Chemotherapie die Einnahme von täglich 6 Gramm Naturzeolith. Das hat gute Folgen für die Lebensqualität der Patientin und auch für den Erfolg der Krebstherapie. Über 2 Jahre nach der Chemotherapie wird weiterhin täglich Zeolith eingenommen. Und zwar weiterhin täglich 6 Gramm. Wie das zu erfolgen hat, möchte ich Ihnen hier etwas detaillierter angeben. Ich spreche jetzt über die Anwendung des Naturprodukts Naturzeolith 10 Mikrometer. Bei jeder täglichen Einnahme die noch verschlossene Dose kräftig schütteln, 10 bis 20 Mal schütteln reicht. Dabei werden die einzelnen 10 Mikrometer großen Körnchen
auf etwa 1500 Volt oder mehr elektrostatisch aufgeladen. Zweitens, Trinkglas bereitstellen, mit sauberem Trinkwasser gefüllt. Drittens, öffnen der Dose durch Abdrehen des Deckels. Viertens, Messlöffel gehäuft mit Pulver entnehmen und in das Wasser geben. Kräftig das Pulver im Wasserglas verrühren, bis alles Pulver aufgeschwemmt ist. Dazu möglichst nur Löffel aus Plastik, Holz, Glas oder Keramik verwenden. Ein Messlöffel geht auch. Bitte nicht Löffel aus Metall einsetzen. Sechstens, schluckweise die Zeolithlösung aus dem Trinkglas in den Mund nehmen und dort ca. 15 Sekunden jeweils vor dem Schlucken behalten. Der Ionenaustausch beginnt schon im Mundbereich und ist sehr erwünscht. Siebentens, so mit jedem weiteren Schluck verfahren, bis das Glas leer ist. Wenn nötig, dann zwischendurch wieder im Trinkglas umrühren. Es wird empfohlen, täglich 6 Gramm des Naturzeolith 10 Mikrometer einzunehmen. Das entspricht einem gehäuften Messlöffel des Pulvers. Der Einnahmezeitpunkt sollte wie folgt zur Nahrungsaufnahme koordiniert werden. Entweder spätestens 30 Minuten vor dem ersten Frühstück oder frühestens 3 Stunden nach dem Abendessen. Naturzeolith 10 Mikrometer bringt bei Überdosierung keinerlei Gefahren. Gegenanzeige, gleichzeitige Immunsuppressionstherapie, das wäre sozusagen eine Gegenanzeige. Was ist das? Eine Immunsuppressionstherapie, das ist, wenn Medikamente gegeben werden, die nach Organtransplantationen nötig sind. Sie können Naturzeolith 10 im Shop einkaufen. Meine Einnahmeempfehlung oder diese Einnahmeempfehlung erhalten Sie mit dem Kauf des Naturzeoliths 10 Mikrometer in schriftlicher Form mitgeliefert. Diese Angaben basieren auf den über 20 Jahre lang guten Ergebnissen im Zusammenhang mit Naturzeolith. Wenn Sie, sehr geehrte Damen, jetzt auch aufgrund des von mir versprochenen Nutzens von der Einnahme von Naturzeolith überzeugt sind für eine Verbesserung Ihres Lebens, so werden Sie sich jetzt fragen, wie Sie Naturzeolith beziehen können. Das teile ich Ihnen gern mit. Sie sollten sich vor der Auswahl voll und ganz auf höchste Qualität der vulkanischen Substanz konzentrieren. Die wichtigsten Kriterien der unbedingt erforderlichen Qualität sind folgende, und nur bei der höchsten Qualität von Zeolith ist ein Erfolg für Ihre Lebensqualität zu erzielen. Was sind die Kriterien? Hohe Reinheit, die geeignete Korngröße und die realisierte Homogenität der Korngröße. Das sind die wichtigsten Punkte. Nur wenn diese Kriterien und Qualitätsmerkmale des von Ihnen eingesetzten Naturzeoliths erfüllt sind, können Sie mit den gewünschten Ergebnissen rechnen. Aus der Vielzahl angebotener Substanzen kommen natürlich nur Naturzeolithe in Frage. Das ist das Erste. Dann wählen Sie aus diesen Naturzeolithen nur diejenigen aus, die aufgrund ihrer Reinheit und Korngröße dazu in der Lage sind, Ihnen zu helfen. Ich mache es kurz und empfehle Ihnen das Naturprodukt Naturzeolith 10 Mikrometer. Nach jahrelangen Untersuchungen und der Suche nach der am besten geeigneten Substanz bin ich bei Naturzeolith 10 Mikrometer gelandet. Glücklicherweise ist bei Naturzeolith 10 Mikrometer auch das Preis-Leistungs-Verhältnis optimal. Somit bin ich sehr froh, Ihnen in meinem Internetshop dieses anbieten zu können. Einkauf und Bezahlung gehen dort sehr schnell und sicher vonstatten. Sie können eine Dose mit Naturzeolith bestellen oder gleich 2 Dosen. Bei 2 Dosen haben Sie in Deutschland den Vorteil, dass Sie keine Versandkosten bezahlen müssen. Wie es auch sei, ist meine Empfehlung Naturzeolith 10 Mikrometer gegen die unerträglichen Nebenwirkungen einer Chemotherapie für Sie auch preislich sehr gut realisierbar. Eine Dose Naturzeolith mit 250 Gramm hochwertiger Substanz reicht Ihnen über die Zeitdauer von 40 Tagen. Dazu zahlen Sie lediglich 29,90 Euro. Entscheiden Sie selbst, was Ihnen Ihre wiedergewonnene Lebensqualität wert ist und bestellen Sie noch heute im Internetshop Ihr Zeolith. Morgen oder übermorgen erhalten Sie dann die Ware und können sofort loslegen. Somit werden Sie in eigener Sache hilfreich und erfolgreich. Hilfreich und erfolgreich
gegen die giftigen Hinterlassenschaften der Chemotherapie. Tun Sie es ähnlich wie die Bombenentschärfer bei der Entschärfung von Bombenblindgängern des Zweiten Weltkriegs und werden Sie zum Entschärfer oder besser gesagt zur Entschärferin der drohenden oder schon bestehenden Gefahren in Ihrem eigenen Körper. Sie haben es in der Hand und können jetzt nach eigener Entscheidung handeln und mit der Verbesserung Ihrer Lebensqualität durch die Einnahme von Zeolit beginnen. Ich wünsche Ihnen dabei viel Erfolg. Sollten Sie noch Fragen haben, so wenden Sie sich bitte an mich. Ich wünsche Ihnen gute Besserung.